machen. Wir werden ja schon die Blätter an den Bäumen gelben. Und es regnet. Wo ist denn die Sonne? Wo ist denn der Sommer? Moment mal, heißt das jetzt, dass die Sommerpause zu Ende ist? Heißt das, dass die Sommer... Was? Auch noch Pandemie? Leute, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, dass ich jetzt Pandemie... Das meint ihr nicht ernst. Okay, gut. Ihr habt's nicht anders gewollt. Dann wird das jetzt eine richtige Scheißfolge. Das wird eine Scheißfolge, Fanny. Ja. Das könnt ihr euch aber in den Löffel schreiben. Das wird jetzt richtig kacke. So. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Funlibi, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum wöchentlichen Roundup. Ja, die nächste Woche, der nächste Termin. Ja, wir sind ja immer hier on the fly. Ja, oh Gott, nein. Sind wir natürlich nicht. Wir sind endlich wieder da, würde ich sagen. Die Sommerpause ist zu Ende. Und Leute, natürlich wird die nächste Saison quasi mit Funlibi eingeleitet. Da lassen wir uns nicht lumpen. Da lassen wir uns nicht lumpen. Funlibi geht wieder in die nächste Runde. Und ja, Entschuldigung nochmal an alle, dass das jetzt doch länger gedauert hat, als ich eigentlich vorhatte, dass es dauert. Mir kam immer irgendwas dazwischen. Es war wirklich wie verhext. Wie verhext. Aber jetzt kann es endlich losgehen. Leute, wir sind wieder zurück. Es geht wieder weiter. Sowohl mit Funlibi natürlich, als auch mit anderen Formaten, die dann in der Woche folgen werden. Vielleicht auch, jetzt weiß ich noch nicht genau, ein neues Format. Mal gucken, mal sehen. Wir schauen mal. Wir lassen uns überraschen. Jetzt geht es aber erstmal hier weiter mit Funlibi. Und so sieht es momentan aus. Ich habe auch viel über Funlibi nachgedacht. Was geht denn? Ja, aber eigentlich wissen wir ja, was gemacht werden muss. Und zwar muss die ganze Piratenstadt endlich gebeamt werden. Da ist ja nichts. Das ist ja kahl. Kahl. Ja, und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Und um wieder reinzukommen, ja, in dieses Planet, the Coaster Feeling. Ich muss erst einmal wieder reinkommen in Steuerung und in wo sind Steine und so. Ja, muss ich gucken. Deswegen habe ich als allererstes mal mich hier an der Brücke versucht. Also etwas Einfaches. Ein einfaches Projekt. Einfach mal zum Reinkommen hier zurück zu euch. Zur Planet Coaster Family. Ah, toll. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und gesund geblieben und hattet schöne Freizeit, wie sagen wir, Ferien. Einen schönen Urlaub vielleicht. Wart ihr im Urlaub? Wahrscheinlich, wenn ihr im Urlaub wart, wahrscheinlich eher in Deutschland, ne, dieses Jahr. Es ist ja alles ein bisschen schwierig wegen einem bestimmten Virus. Aber ja, ich hoffe, wie gesagt, euch geht's gut. Ihr könnt mir mal gerne in die Comments schreiben, wo ihr wart, was ihr gemacht habt, wie ihr die Zeit ohne Funlibi überlebt habt. Ich glaube, das war kein Problem. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass ihr wieder zurück seid oder ja, dass ihr wieder einschaltet und trotzdem noch Bock drauf habt. Und ich hoffe, ich enttäusche nicht jetzt mit dieser Folge, denn ja, es wird halt jetzt viel gethemed, da müssen wir jetzt einfach durch. Es wird jetzt viel an Details gearbeitet, das muss sein, denn ich habe jetzt auch die Woche wieder gemerkt, dass Details einfach so geil sind und so wichtig sind. Denn, liebe Freunde, ich war im Phantasialand. Ja, letzte Woche, diese Woche ist das ja dann, ne? Diese Woche, Mittwoch. Am Mittwoch war ich im Phantasialand. Und habe die neue Achterbahn Fly ausprobiert. Und ich kann euch nur sagen, Leute, das Ding ist geil. Das Ding ist mega geil. Ja? Ich hatte erst die Befürchtung, weil viele meinten, ja, es ist ein bisschen lahm, bla bla bla, dass es tatsächlich stimmt. Aber es stimmt halt überhaupt nicht. Der Speed ist perfekt für das, was die Bahn sein will. Die ist natürlich nicht so schnell wie eine Taron, ja, mit 117 km/h. Nein! Aber das ist auch richtig so, weil du fliegst halt wirklich. Und das ist halt nicht zu viel versprochen. Man denkt halt wirklich, man fliegt. Man fliegt über Häuserdächer, man fliegt durch Rotburg, welches übrigens grandios gethemed ist. Man ist das natürlich vom Phantasialand nicht anders gewöhnt. Da ist es einfach einer der Top-Notch
Parks in der Welt, würde ich sogar sagen. Also da kommen vielleicht noch so ein paar Universal-Sachen mit und ein paar Disney-Sachen und vielleicht ein paar Sachen im Europapark. Aber ansonsten ist da Phantasia auch ganz oben mit dabei, was Theming angeht. Und Hochburg sieht einfach hervorragend aus. Es sieht hervorragend aus. Das Konzept ist genial. Und mit Konzept meine ich zum Beispiel das Restaurant Uhrwerk, in dem wir dann auch gegessen haben. Dass da halt überhaupt keine Isolierung quasi ist, ja, von der Bahn, die über diesem Uhrwerk auch entlang rattert und man hört halt komplett, wie die Bahn da lang rattert. Normalerweise würde man ja dann irgendwas isolieren, sodass das dann leiser ist und man beim Essen nicht gestört wird. Aber man will das da. Man will, dass das so eine Art Fliegerhalle ist, in der man gerade speist. Ja, man soll sich so fühlen, als würde man gleich wieder raus müssen und den nächsten Flug machen. Ja, so soll man sich fühlen, eben wie ein Pionier in dieser wunderbaren Steampunk-Welt. Also ich kann nicht genug davon schwärmen. Ja, und vor allen Dingen geil, zur Bahn. Wir kommen zur Bahn. Ich dachte halt immer, dass man normal einsteigt, ne, wie beim ganz normalen Hängi, und dass da dann losfährt und dann die Sitze irgendwie so ein bisschen umschlagen, sodass man in diese Liegeposition kommt. Dem ist aber nicht so, ja, sondern die Schiene ist quasi aufgestellt, ja, also quasi senkrecht ist die Schiene beim Einstiegsbereich. Und man steigt dann normal ein, aber die Schiene macht dann einfach so einen Knick und das ist einfach so geil, und dann wird man beschleunigt. Leute, es ist so geil. Und vor allen Dingen ist geil, dass man im Internet ja nichts weiß von der Fahrt und auch nichts von der Station. Und die Station ist auch so geil, sieht die aus. Das ist einfach nur hervorragend. Weil man muss vor Fly alles abgeben. Man kriegt dann so ein Armband und muss alles in seinen Spind legen. Man darf nichts mitnehmen, gar nichts Loses. Man wird auch nochmal wie am Flughafen tatsächlich gescannt, ob man noch irgendwas in den Taschen hat. Ist auch vollkommen richtig so, weil die Bahn wirklich richtig krass durch Rockburg geht und halt da wirklich die Sachen, die etwaigen Sachen, die rausfallen könnten, die Leute treffen könnten. Das ist jetzt nicht so wie Taron. Ja? Taron, da ist der Großteil der Strecke schon getrennt von den Wegen. Klar, die Warteschlange ist so ein bisschen da reingewurschtelt, aber bei Rockburg ist es tatsächlich so, dass die sehr, sehr häufig Wege crossed quasi, und da ist es natürlich wichtig, dass du da nichts in den Hosentaschen hast, denn so ein 2-Euro-Stück, was da dann mal rumdümpelt, kann dann durchaus mal eine Beschleunigung annehmen und einen Kopf treffen, sodass es deutlich wehtut, und das gilt es natürlich zu verhindern. Deswegen, man muss alles abgeben, deswegen gibt es auch kein On-Ride-Video, vielleicht gibt es das irgendwann mal von Phantasian selber gemacht. Ja, aber das werden wir ja sehen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Es gibt sogar was Positives über das Virus, ja. Es gibt sogar was Positives, endlich mal. Ja? Das Virus ist scheiße, aber im Phantasialand war eine Sache geil. Und zwar, man kennt das ja, dass man bei Achterbahnen sich für Reihe 1 nochmal separat anstellen kann, weil die natürlich häufig am beliebtesten ist. Und das wurde aber jetzt wegen Corona abgeschafft, sodass man wird halt zugewiesen, ne? Man steht an der Schlange und dann sagt der Einweiser hier Reihe 1, Reihe 8, Reihe 7, was weiß ich, man wurde eingewiesen, und dann waren wir auf Taron und bäm, Reihe 1 gekriegt. Ja, wie geil ist das denn? Ich war nie auf Reihe 1 bei Taron und ich kann euch nur sagen, ey, Taron Reihe 1, das ist nochmal 20% geiler als Taron normal. Richtig, richtig geil. Und dann waren wir nochmal auf Taron und wieder Reihe 1 gekriegt, dann habe ich aber die anderen dahin gelassen. Leute, mega. Und das Allergeilste, jetzt kommt's, ihr glaubt's mir nicht. Ihr werdet es mir sowieso nicht glauben, aber Fly. Wir sind nur einmal mit Fly gefahren, weil es doch relativ voll war. Reihe 1. Zack! Auf Fly Reihe 1, Leute. Du bist dann ganz vorne und siehst halt, wo du lang fliegst, und es ist so geil. Oh Gott. Man kann es nicht in Worte fassen. Es war mega. Es war ein perfekter Tag. Leute, es war ein perfekter Tag. Aber ich will euch nicht zu sehr die Nase lang machen. Nein. Aber ich kann euch nur empfehlen, geht ins Phantasialand, ja, und fahrt Fly. Ich glaube, selbst auf den hinteren Plätzen ist dieses Erlebnis einfach nur grandios und einfach nur toll. So, genug zum Phantasialand, oder? Gucken wir mal, was machen wir denn hier eigentlich heute? Wir machen heute ein bisschen Theming an der Schiffsschaukel auch. Und ja, Leute, ihr müsst ein bisschen Rücksicht haben. Ihr müsst ein bisschen Rücksicht haben mit mir. Ich bin ja auch lange raus gewesen jetzt.
Und vielleicht bin ich nicht mehr ganz so firm und fit in Sachen Theming. Ihr müsst mir dann nochmal sagen, ob euch das heute gefallen hat oder nicht, wie es dann letztlich nachher aussieht hier an der Schiffsschaukel und die Brücke, die wir eben gesehen haben. Oder eben nicht, weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Mir fehlten auch oft die Ideen. Aber okay, wir gucken mal, ob es reicht. Ob es dem brillischen Standart. Das ist natürlich Kunst im Stehen, das ist Standard. Ich meine natürlich Standard. Den brillischen Standard genügt oder eben nicht. Das müssen wir nachher mal sehen. Wollen wir jetzt noch nicht den Tag vorm Abend loben? Sagt man das doch? Ist richtig, glaube ich, ne? Ist richtig. Ja, und ihr so? Ich brauche hier Input. Ich brauche hier mal Input. Ja? Leute, wie geht's euch? Wie geht's euch denn? Ich hoffe gut. Ich bin gespannt, wen ich alles wieder begrüßen darf. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ach, Leute, ey, das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend nach so langer Zeit mal wieder hier. Freunde. Was habe ich noch erlebt? Ich überlege gerade. Wie gesagt, ich wollte halt immer aufnehmen und es kam irgendwas dazwischen. Ja, auch das Allerbeschissenste war ja, da habe ich 7 Folgen aufgenommen. Ich glaube, 3 Folgen Planet Coaster Karriere, 2 Folgen Subnautica, Anno war da noch dabei. Ja, alles für die Katz. Kein Sound, weil so ein bekacktes Windows-Update einfach wieder die ganzen Soundeinstellungen über den Haufen geworfen hat, wo du ja halt denkst, ey, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein, Mann. So viel Arbeit jetzt für nichts und wieder nichts, da war ich halt echt sauer. Ich hasse nichts mehr als so vergeudete Zeit und da war ich halt echt pisst und hab dann auch erstmal gar keinen Bock mehr gehabt, irgendwas aufzunehmen. Da hab ich schon gedacht, ey, komm, das war's jetzt. Bis hier habe ich gerade gedacht, da habe ich so schön gethemed. Da habe ich gedacht, wo gehen eigentlich die Leute rein und wo kommen die aufs Schiff? Ja, dann ist das Theming wieder abreißen. Da habe ich nicht richtig beachtet, dass die ja da hinten reinkommen und hier vorne lang müssen. Aber jetzt sollte der Weg eigentlich machbar sein, oder? Der sollte machbar sein. Übrigens, ich habe mich gefragt, es gab ja wahrscheinlich auch ein paar Updates, oder, bei Planet Coaster. Und nachher, wenn wir ins Dunkle gehen, ja, ich mache nachher nochmal dunkel, um Licht zu setzen, wurde hier nochmal was irgendwie an der Grafik gemacht oder sieht dieses Spiel halt immer noch so geil aus? Weil ich war dann im Dunkeln und habe gedacht, boah, das sieht schon einfach geil aus. Ich meine, das Spiel hat ja jetzt auch schon einige Jahre am Buckel. Wann kam es raus? 16? Nicht sicher, oder? Ich meine 16. Und es sieht trotzdem noch so geil aus, dieses Spiel. Unfassbar. Unfassbar. Ja? Aber das sehen wir nachher. Ja, Leute, jetzt müssen wir ja natürlich hier hinten noch die Kulisse fertig machen. Das ist natürlich auch klar. Und das wird halt in der nächsten Folge wahrscheinlich auch nicht anders sein, denn das Piratendorf muss natürlich auch noch gemacht werden. Und da fehlen noch einige Fenster, einige Türen, einige Kamine, einige Zäune, einige Statuen und Bäume und Steine. Ach, Leute, so viel Zeug. Vielleicht sollte ich auch mal im diesen Toolmakers-Dingsbums gucken, noch nach neuen Szenerieobjekten in der Piratensache, weil hier wiederholt sich vielleicht, unser Piratenland ist recht groß tatsächlich und da könnte es natürlich dann vorkommen, dass sich einige Sachen dann wiederholen, was nicht ganz so geil ist, aber wir gucken mal. Ich guck mal, ob ich noch neue Sachen finde, die vielleicht nicht ganz so viel fressen. Ich weiß nicht, ob es da so, gibt es da eigentlich auch so Packs dann? Ja, oder? Weil manche habe ich ja runtergeladen, weil ich irgendwelche Parks oder Attraktionen runtergeladen habe. Das haben wir eben gesehen. Diese Pötte, die ich auf der Brücke aufgestellt hatte, die sind aus die sind ja nicht von Planet Coaster hier reingekommen, sondern die sind aus dem Toolmakers Kit. Die sind von irgendeinem Park, sind die wahrscheinlich in mein Sortiment hier reingeflossen. Einfach mal so. Rilly, benutz mich. Benutz mich. So in etwa. Ach, Freunde. Ja. Gibt's denn, worüber soll ich reden? Ich bin irgendwie ganz raus. Ich kann das gar nicht mehr. Ach Leute, ich hab ganz Angst. Ich bin ganz schissig. Ja. Ich muss euch ja unterhalten. Aber wie unterhält man Leute? Das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Naja, ich hoffe einfach, ihr fühlt euch ein wenig unterhalten. Vor allem da unten, seht ihr, da muss ich erstmal wieder Wände hinmachen. Was habe ich denn da alles übersehen? Auch da diese Latte, die da von diesem Einstiegsbereich und dem Gatter, ja, da ist so eine Latte, die kommt da aus dem Haus raus. Ey, ist ganz schlimm. Jetzt muss ich die Schiffsschaukel hier mal anfahren lassen, um zu sehen, ob das da alles passt. Naja, muss ja alles stimmen hier. Ich darf ja nicht anecken. Übrigens, sehr, sehr geile Schiffsschaukel. Sehr, sehr geile Schiffsschaukel. Schön hier mit einem Vierradantrieb.
Ja. Ist aber auch selten, oder? Sind das nicht immer nur zwei Räder? Im Normalfall? Vier Räder sind schon krass. Aber vier Räder haben natürlich den Vorteil, dass sie dann schneller auf Touren kommt, oder? Und dann ist sie schon relativ hochgesprungen. Was natürlich dann letztlich wieder vielleicht ein bisschen stromsparend ist. Weiß ich nicht. Wobei vier Räder antreiben ist natürlich auch wiederum teurer als zwei. Ach Leute, sind wir jetzt ernsthaft bei Antriebsrädern für Schiffsschaukeln angelangt? Was ist da eigentlich für ein Motor drin? Würde mich auch mal interessieren. Ist das... Also was... Wie krass muss dieser Motor denn sein eigentlich? Ist das ein richtig krasser Hochleistungsmotor? Oder reicht da auch, weiß ich nicht, irgendwie so ein Rasenmähermotor, der da schön die Schiffsschaukel antreibt? Das wäre natürlich geil. Dann würde ich mir auch selber mal eine in den Garten setzen. Schön der Dieselmotor hier, der hier meine Schiffsschaukel im Garten antreibt. Sehr, sehr geil. Und da müssen natürlich... Ich frage mich auch, wie oft müssen die Reifen da ausgewechselt werden? Das ist ja schon eine ordentliche Reibung, die da entsteht, wenn da dieses tonnenschwere Schiff auf die Reifen knallt und die Reifen auch noch das Schiff antreiben müssen. Das ist natürlich... Sind das Spezialreifen? Oder ist das hier 0815 Winterreifen? Hier, Günner! Mach mal die Sommerreifen drauf hier, auf mein Schiffsschaukel! Nein, bist du Jeck oder was, Herbert? Da müssen doch keine Winterreifen drauf. Machst du Allias-Reifen drauf? Hast du nicht so viel Terror damit? Ja, hält es denn? Ja, sicher. Ja, sicher halten die. Man weiß es nicht, Leute. Reifen ist ein schwieriges Thema, ja? Das muss man erstmal begreifen. Ach, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los hier. Freunde, ich freue mich ja auch. Ich freue mich richtig doll auf die nächste Parkshow. Boah, Parkshow habe ich jetzt auch so lange nicht mehr gemacht. Vielleicht habe ich sie auch schon aufgenommen. Nein, habe ich nicht. Aber andere Formate habe ich natürlich schon alle fertig. Aber Parkshow noch nicht. Und die werde ich dann kommenden Donnerstag kommt natürlich wieder Parkshow. Kann ich schon mal garantieren. Und da habe ich Bock drauf. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, es gibt gute Parks. Das muss ich natürlich noch alles checken. Ich weiß nicht, ob ich da Tipps gekriegt habe oder so. Manchmal orientiere ich mich an euren Kommentaren und suche mir dann dadurch einen Park aus. Das müssen wir aber nochmal sehen, ob ich da Tipps gekriegt habe oder ob da noch Parks in der Pipeline sind. Ansonsten suche ich mir selber einen aus, Freunde. Ansonsten suche ich mir selber einen aus. Und einen richtig geilen, ja. Ich will einen richtig geilen Park. Hier, NPC, was ist los bei dir? Mach mal einen Park jetzt, ja. Oder Rudi, hör mal auf mit deinem Planet Zoo. Mach mal jetzt neue Parks hier. Isla Dorada, da ist ja jetzt gut mit deiner Isla Dorada. Jetzt mach mal wieder einen neuen Park. Mann, ey. Alle lassen es sein. Silver Red, auch nur noch Planet Zoo. Oder gar nichts mehr, weiß ich gar nicht, ob der da überhaupt noch was macht. Mann, ey. Immer nur diese Tiere und Zoos. Leute, brauchen hier immer neue Achterbahn, brauchen ein bisschen Adrenalin, ja. Ein Zoo ist ja schön und gut, aber Adrenalin besuchst du da vergeblich. Es sei denn, ein Tiger beißt dich mal aus dem Gehege raus und verfolgt dich dann so ein bisschen. Machen die so? Nee, das war eher zum Banden, ne? Das war eher zum Bandengedöns. Dann eben... Ja, dann kriegt man vielleicht ein bisschen Adrenalin in die Buchse, aber ansonsten ist es natürlich im Zoo eher gediegen. Ja, wir wollen aber mal hier mal wieder Bam, 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 Action. Ja, ein bisschen hier, ja. Die Leute haben offenbar, viele Leute haben offenbar Planet Coaster den Rücken gekehrt, aber sie werden irgendwann zurück angekrochen kommen, ja, weil sie merken, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Planet Zoo ist ein mega Spiel, definitiv, aber Planet Coaster ist die Liebe. Planet Coaster ist die Liebe. Das ist einfach so. Das wird auch so bleiben. Ich weiß... Ach, komm. Nee, lass mal's. Nachher reite ich mich hier noch rein. Wollen wir nicht, Freunde. Oh, jetzt wird's dunkel. Und entweder habe ich Planet Coaster so lange nicht mehr gesehen oder mich einfach neu verliebt. Oder beides. Es sieht einfach hervorragend aus. Sehen wir nachher im Slow-Mo-Mode. Sehen wir das natürlich auch nochmal. Ja, Freunde, toll, einfach toll. Wir sind hier gleich durch mit dem Theming für heute und schauen uns das natürlich gleich nochmal im Langsamen an, was denn heute hier so abging. Jetzt kommen noch ein paar Lampen, genau, denn hier ist alles noch sehr, sehr düster, das darf natürlich nicht sein. Und da fehlen natürlich ein paar grüne und rote Beleuchtungen, so wie man das eben kennt. Ja, Piraten, wir haben auch alles beleuchtet damals, mit Kerzen noch. Die haben dann so ein, blutgetränkte Haut zum Beispiel, haben sie vor der Kerze gespannt, dann war es rot. Oder eben
mit irgendwelchen Algen behangen, dann war es grün. Das ist einfach so. Das haben die Piraten schon immer gemacht. Das war Gang und Gäbe bei denen, ja. Vollkommen normal. Ja, Beleuchtung war immer ein wichtiges Thema bei den Piraten. Genauso wie Holzbeine, Augenklappen und Papageien auf den Schultern. Das hatten wir alles schon. Und hier, dieses Bild. Ja, guck doch mal, wie toll das aussieht. Ach, Leute. Da stockt einem ja das Blut in den Adern. So toll sieht das aus. Ach, Rolfs Revue. Ein teilefressendes Objekt. Aber gut, so ist es halt. Die Teetassen drehen hier schon wieder ihre Runden. Der Spielplatz. Der Biergarten. Toll. Ja, wir haben schon einiges geschafft. Was ist das? Folge 56, glaube ich, ne? Ha, der nennt immer einen anderen YouTuber oder was auch immer. Planet Coaster Spieler, der in 56 Folgen so viel Schüssel hier auf die Beine gestellt hat. Fast jeder, Brilli. Wirklich fast jeder. Alle eigentlich mehr als du. Da geht halt zu denen. Was soll das denn? Ja? Macht ihr mich hier an? Leute, so sieht's aus. Hier ist auf jeden Fall jetzt schon einiges an Theming mehr. Gerade hier die Schiffsschaukel. Sieht jetzt hier, glaube ich, deutlich besser aus als das kahle Objekt von vorher. Hinten, das gefällt mir jetzt eigentlich auch ganz gut. Die hat sich hier echt schön eingefügt, oder? Das geht schon. Das kann man so machen. Hier hinten, ach toll. Da haben die Leute auf jeden Fall auch ein bisschen was zu gucken und fühlen sich hoffentlich wie in einem wunderbaren Piratenfilm. Also mir gefällt's. Oben auf dem Balkon, da müssen noch Lampen hin, aber da muss ich sowieso noch gucken, wie das alles weitergefilmt wird. Das ist ja das Lokal. Da ist ja auch ein Restaurant drin. Da müssen wir natürlich sehen, wie das weitergeht. Ah, Freunde. Sehr, sehr schön. Mir gefällt's. Ja, und das sehen wir natürlich. Das Piratendorf ist tot noch. Da muss noch alles gemacht werden. Mal gucken, wie viele Folgen wir dafür brauchen. Ich glaube, mindestens 2. Wenn nicht sogar 3. Müssen wir mal gucken, wie schnell ich da vorankomme. Da muss ja noch einiges gemacht werden. Ah, toll. Toll, Leute. Toll, toll, toll. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch mit einem dreifachen Applaus. Ja, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir eine große Ehre, es war mir ein Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei FunDB. Ich würde mich freuen. Ich sage jetzt erstmal tschüss. Macht es gut. Euer Brilli ist back und ihr seid back und wir sind alle froh. Ciao, Leute.